Aus dem Tresor kann man heute die Schildblasen. Ihr könnt die schmeißen, danach seid ihr innerhalb der Schildblase geschützt. Aber nur, wenn die Gegner außerhalb der Schildblase sind. Zusätzlich kann man rein die werfbaren Sprungflächen. Wenn ihr die Sprungflächen schmeißt, da habt ihr den Vorteil, dass ihr da eine Basis habt und auf der Basis oben die Sprungfläche. Perfekt, um euch zu verstecken. Jetzt könnt ihr raufspringen und natürlich weggleiten. Zusätzlich kam rein der Explosionsschleimwerfer. Der Explosionsschleimwerfer, den könnt ihr finden in Truhen, Vorratslieferungen, sogar als Flurloot. Aktuell, da er gerade neu reingekommen ist, wurde die Spawnrate erhöht. Und die bleibt höher bis zum Update 2220. Also ihr schießt da so einen Schleim, der bleibt auf den Gegnern kleben und irgendwann explodiert er. Ihr könnt den Schleim auch vor den Gegner am Boden hinschießen. Da werden die Gegner durch die Explosionskraft geschädigt. Ihr könnt damit Gebäude zerstören und die Waffe ist nicht nachladbar.